Egon Müller aus Kiel und Karl Mayer aus München. Zwei typisch deutsche Namen, aber zwei völlig verschiedene Menschen. Im Volksmund gesagt, ein Bayer und ein Preis. Fangen wir mit den Preußen an. Anfang der 70er Jahre sorgte ein fast noch unbekannter junger Mann namens Egon Müller immer öfter für Schlagzeilen. Er brachte den Bahnsport wieder ins Rampenlicht der Medien. Überall, wo der ehrgeizige Egon Müller auftauchte, waren die Zuschauermassen von ihm begeistert. Besonders natürlich die weiblichen. Egon Müller brachte neue Farbe und neues Leben in diesen schönen Sport. Auch wenn der Bahnbelag noch so schwarz wie damals in Olching war, der Egon, wie sie ihn alle nannten, war trotzdem ein neuer Lichtblick für die folgenden Jahre im Bahnsport. Egon Müller kam am 26. November 1948 in Kiel als 12. Kind der Familie Müller zur Welt. Das Fahren auf zwei Rädern lag ihm schon im Blut, denn seine älteren Schwestern traten mit ihren Fahrradkünsten in allen Zirkusarenen der Welt auf, wie bei Sarasani, Ringling oder auch bei Busch. Der Egon sah daher den Bahnsport von Anfang an als wunderbaren Zirkus. Und das Stadion war und ist seine Arena. Mit seiner bunten Lederkombi, die damals viel Aufsehen erregte, fuhr er von Sieg zu Sieg. Nebenbei stieg er ins Schlagergeschäft ein. Seine Platten wurden gerne gekauft. 1974 wurde Egon Müller in Schesel zum ersten Mal Sandbahn-Weltmeister. 1975 konnte er diesen Titel in Radgona zum zweiten Mal erringen. 1978 wurde er in Mühldorf nach einem Stechen mit Alois Wiesbeck zum dritten Male Weltmeister. Somit war Egon Müller auf allen Bahnen der Welt der große Star. So wie in Herxheim 1980, hier mit Peter Lempenauer. Auch seine Schallplatten verkauften sich immer besser. Besonders in England, da staunte sogar Ole Olsen. Egon Müller gewann alles, was es nur zu gewinnen gab. Er war eben der goldene Reiter, wie es in einem seiner Hits heißt. Egon verstand es wie kein anderer vor und nach ihm, aus dieser etwas staubigen Sportart eine Riesenshow zu machen. Aufgrund seiner Erfolge konnte er sich fast alles erlauben. Seine Fans stürmten zu Tausenden in die Arena, um ganz nah bei ihrem Idol zu sein. Jeder wollte ein Autogramm. Seit 1936 gibt es die alljährliche Speedway-Weltmeisterschaft, die meistens von den Engländern oder Neuseeländern beherrscht wurde. Nie kam ein deutscher Fahrer unter die ersten drei. An einen WM-Titel wagte keiner zu denken. Doch Egon Müller, der große Glücksfall für den deutschen Bahnsport, machte es möglich. Er schaffte dieses Kunststück 1983 in Norden, wo er sich vor dem Australier Billy Sanders und dem Engländer Michael Lee als erster Deutscher den seit 47 Jahren begehrten WM-Titel holte. Somit ist Egon Müller der König des deutschen Speedway-Sports und wahrscheinlich wird er es auch für immer bleiben. Doch auch in Bayern gab es berühmte Bahnsportspezialisten wie Wack Hofmeister, Manfred Poschenrieder oder Alois Wiesbeck. Aber in Neufinsing bereitete sich schon 1976 ein neuer echter Gegner für Egon Müller vor. Es war der Karl Mayer, den damals noch keiner kannte. Er arbeitete im elterlichen Betrieb fleißig mit und Egon war sein großes Vorbild. Nach der Arbeit nutzte der Karli jede freie Minute, um fit zu werden. Seine Eltern sahen dies nicht sehr gern. Doch seine Großeltern unterstützten sein Vorhaben, dem Egon, dem Preißen, wie man in Bayern sagt, ebenbürtig zu werden. Thank you.
Und nach dem Fitnesstraining übte der Karli auf Wiesen und Parkplätzen seine bis dahin nicht ganz zufriedenstellenden Fahrkünste. In Pocking 1976 sah man ihn als Letzten bei der Fahrerbegrüßung. Doch im Rennen war er gleich vorn mit dabei. Franz Greimoser übernahm die Führung, die er bis ins Ziel halten konnte. Karl Mayer hier mit rotem Helm kämpfte mit Heinrich Sprenger um den zweiten Platz. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Erster Greimoser, zweiter Sprenger und dritter Karl Mayer. Es dauerte nicht lang, da sah man den Karli, wie er von seinen Fans genannt wurde, neben Alois Wisbeck und Georg Hack ins Stadion einmarschieren. Er war schon ein Star. '78 und '79 wurde Karl Mayer mit der Landshuter Mannschaft Bundesligameister. 1979 wurde er auch zum ersten Mal deutscher Sandbahnmeister. Das war eine Riesensensation. Gewann bis dahin schon viele internationale Rennen. Auch so mancher Bahnrekord wurde von ihm in Angriff genommen, wie hier 1979 in Mauern bei Moosburg. Auch Egon Müller war damals in Mauern mit dabei. Seine weiblichen Fans und Verehrerinnen umringten ihn. Ein fast schon gewohntes Bild. Nun stand der Karli schon neben seinem großen Vorbild Egon Müller. Aber auch der Egon hatte schon großen Respekt vor diesem Bayern. Er meinte damals nur, Karl Mayer kann einmal mein Nachfolger werden. Und er hatte recht. Johann Werner und Sepp Gickenbach walteten ihres Amtes, sodass die Veranstaltung reibungslos ablief. Die vielen Zuschauer sahen spannende Rennen. Und zur Freude aller gewann Schorsch Hack vor Egon Müller. Karl Mayer war mit dem dritten Platz auch sehr zufrieden. Nicht nur auf der Sand- oder Grasbahn war der Karli schnell unterwegs. 1979 kam er bis ins Speedway-Weltmeisterschafts-Kontinentalfinale, das bei schlechtem Wetter in Pocking stattfand. Der Karli hatte an diesem Tag kein Glück und ein harmloser Ausrutscher brachte für ihn das aus. Auch auf dem Eis machte der Karli keine schlechte Figur, wie hier 1979 in Mosinning zu sehen. Aber es blieb bei diesem einen Versuch. Viel zu kalt, meinte Karl Mayer nach dem Rennen. Und trotzdem wurde er in diesem Lauf Zweiter. Thank you.
1980 wechselte Karl Mayer von Landshut in die Olchinger Bundesligamannschaft. Seine Mitstreiter waren damals Christian Brandt, Harald Baumann, Josef Aigner und Robert Vogt. Am 13. April 1980 begrüßte der erste Vorsitzende des MSC Olching, Herr Hans Brill, die Mannschaften aus Olching, Kempten, Bopfingen und Landshut zum ersten Ligarennen des Jahres. Die Entscheidung war bis zum Schluss spannend. Erst der 16. Lauf brachte die Entscheidung und zugleich den Sieg für die Olchinger. Alois Wiesbeck übernahm die Führung. Er fuhr für Bopfingen, gefolgt von Karl Mayer. Olching oder Bopfingen hieß es. Doch der Karli ließ nicht locker. Er griff immer wieder an. Doch dann stürzte der Alois und aus war der Traum vom Sieg der Bopfinger. Karl Mayer, der Held des Tages mit seinen Mannschaftskollegen bei der Siegerehrung. Große Freude auch bei dem Mannschaftsbetreuer Helmut Grill. Mit der roten Kappe der unvergessene Fotograf Franz Keilwert bei seiner Arbeit. Karl Mayers Erfolgskurve ging steil nach oben. Sein damaliger Freund und Mechaniker Dieter Dauderer trug viel dazu bei, dass der Karli in kürzester Zeit in die Weltspitze aufrückte. So hatte er vor großen Namen wie Don Gotten keinen Respekt mehr, wie hier 1980 in Herxheim, wo er zwei Runden hinter Gotten herjagte, bis er ihn eingangs der letzten Runde überholen konnte und somit Tagessieger wurde. Die Sieger, Karl Mayer, Alois Wiesbeck und Josef Aigner. Drei Bayern in der Pfalz. Karl Mayer hatte immer gute Leute um sich, wie zum Beispiel den Wuschelkopf Grafi und den unvergessenen Dieter Dauderer,
Hier 1980 in Vilshofen bei den letzten Vorbereitungen zum Rennen. Auch die Sponsoren wurden immer mehr, wie zum Beispiel die Firma Rallysport aus Garmisch, die ihn ab 1980 unterstützte. '80 war das Jahr der ganz großen Erfolge für den Kalli. So gewann er in Vilshofen vor Schorsch Gilgenreiner und dem Schweden Anders Michanek. Hier einige Zeitlupenstudien. Also nur 4 Jahre nach Beginn seiner steilen Rennfahrerkarriere wurde Karl Mayer in Schesel zum ersten Mal Sandbahnweltmeister. Aber der neue Weltmeister wollte noch mehr Titel erringen. So sah man ihn am 28. September 1980 beim Endlauf zur deutschen Sandbahnmeisterschaft in Mühldorf neben Egon Müller, Alois Wisbeck, Georg Hack, Georg Gilgenreiner und vielen anderen bei der Fahrerbegrüßung. Zeigte auch hier seinen Gegnern, wer der neue Weltmeister ist, und gewann jeden Lauf. Mit Start Nummer 4 Christoph Betzel, Willi Stauch, Georg Hack, Hubert Schöllhorn, Jürgen Goll und Karl Mayer. Gleich vom Start weg setzte sich der Kalli an die Spitze und siegte überlegen. Dann der berühmte Endlauf mit 3 Weltmeistern am Start. Karl Mayer, Egon Müller und Alois Wisbeck. Die 3 anderen waren Hans-Otto Pingel, Josef Aigner und Willi Stauch. Die Spannung war auf dem Siedepunkt. Doch Karl Mayer... Freude war grenzenlos. Der Kalli wurde gefeiert. Jetzt war er der Größte. Nach seinem WM-Titel holte er sich noch den 2. deutschen Meisterschaftstitel. Er bezwang gleich 2 Ex-Weltmeister, Egon Müller und Alois Wisbeck.
Von nun an herrschte Karl Mayer auf allen Sandbahnen Europas. 1982 holte er sich in Grisko in Dänemark sensationell seinen zweiten WM-Titel vor Egon Müller und Alois Wisbeck. Nun einige Worte von ihm selbst. Die man ja allen nachgehen soll, aber ich glaube, in erster Linie ist auch sehr wichtig, dass man sich optimal für die nächste Saison, also 1983, wieder vorbereitet. Indem dass man einfach viel für die Kondition und für die Reaktion trainiert, das ja sehr wichtig ist in unserem Sport. Und ich glaube, dass ich jetzt aufgrund der zweiten Weltmeisterschaft doch sehr stark genug bin. Nicht so wie bei der ersten, da war ich doch noch um 2 Jahre jünger und war einfach doch noch ein bisschen nervös. Das glaube ich, hat sich aber jetzt inzwischen alles gelegt, weil wenn man zweimal Weltmeister ist, dann kann man doch schon sagen, dass man es war. Mayer und Müller, ein Bayer und ein Preis. Das zog die Zuschauer massenweise in die Stadien. Es sah so aus, als wären sie Feinde. Sie schenkten sich im Rennen nichts, aber sie waren immer gute Freunde bis zum heutigen Tag. Anders ging es bei den Zuschauern zu. Da gab es, wie beim Fußballpublikum, öfter mal Raufereien zwischen Mayer und Müller-Fans. Wie zum Beispiel 1983 in Landshut, als der Egon den Kali fast vom Motorrad fuhr. Hier Müller beim Speedway-DM-Endlauf 1984 in Pocking. Karl Mayer ebenfalls in Pocking am Start. Deutscher Speedway-Meister wurde 1984 Egon Müller. Karl Mayer wurde Zweiter, den dritten Platz belegte Schorsch Hack. Ich freue mich natürlich, deutscher Meister ist natürlich ein Prädikat, wo man also schon losgehen kann und sagen kann, okay, das ist ein Meistertitel. Und es war also heute ganz klar ersichtlich, dass also nicht der Mann mit dem besten Motorrad gewonnen hat, sondern fahrerisch war ein sehr hoher Anspruch gestellt an diese Bahn, weil, Sie haben es ja gesehen, sehr viele Löcher, griffig, dann wieder rutschig, dann wieder griffig, alles abgemischt. Und es ist nicht so einfach gewesen, drauf zu fahren, aber ich bin froh, dass natürlich alles so gut gelaufen ist. Auf der Speedwaybahn war der Egon der Beste in Deutschland. Da konnte selbst Karl Mayer nichts ändern. Der Egon war der wildeste Hund, so sagt man in Bayern. Egal, ob ein WM-Lauf am Sonntag bevorstand, der Egon zog die ganze Nacht davor eine große Show in der Disco ab. Die anderen Fahrer schliefen schon längst, um beim WM-Lauf fit zu sein. Kurz vor dem Morgengrauen verkroch er sich dann samt seiner Verstärker in seinen Kombi und holte schnell ein wenig Schlaf nach. Oft musste er kurz vor dem Training geweckt werden, wie hier in Plattling. Doch im Rennen war er wieder der Sieger. Und er sang weiter. Jeder echte Speedway- oder Bahnsportfan sollte eigentlich alle Egon Müller-Platten, Kassetten oder CDs zu Hause im Musikschrank haben.
Ja, das waren schöne Zeiten, als Egon Müller und Karl Mayer auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren waren. Es gab jede Menge Zuschauer, viele heiße Diskussionen und die Massenmedien berichteten von jedem Rennen. Ein wenig abergläubisch ist der Egon wahrscheinlich auch. In Krumbach 1983 machte er aus der Startnummer 13 kurzerhand eine 1,3 daraus. Das war der Vorstart von Klein Müller. Egon Müllers Sohn Dirk wollte in die Fußstapfen seines Vaters treten. 1983 in Krumbach war er damals noch der Jüngste und viel zu klein für so eine Maschine. Trotz Papas Hilfe hatte er wenig Chancen. Leider gab es damals noch keine Kinder- und Jugendrennen. Doch der Vater machte weiter. Am liebsten fuhr er in Bayern, wie hier in Dingolfing, wo er natürlich wieder der Sieger war. Einen Witz hat ja der Egon auch immer auf Lager. Mal hören wollen, was ich sonst so mache, außer immer im Kreis fahren und im Stau. Was ist denn das für eine rote Lampe da unten, die immer so blinkt? Johann, läufst du schon wieder auf Reserve? Und wir stehen jetzt ins Fahrrad. Neben seinen drei Sandbahn-Weltmeisterschaftstiteln und seinem Speedway-WM-Titel von 1983 errang er bis dahin noch viele deutsche Meisterschaften. Außerdem holte er sich sage und schreibe 1780 Tagessiege. Das schaffte vor ihm kein einziger deutscher Fahrer. Auch 1984 wurde Egon Müller in Mühldorf erneut deutscher Sandbahnmeister. Ivan Major, der Speedway-Star aus Neuseeland, war damals erfolgreicher als unser Egon. Hier 1983 bei einem der letzten Rennen im wunderschönen Iller-Stadion von Kempten. Es war ein Städtekampf zwischen Kempten und London. Für Kempten fuhren Egon Müller, Georg Hack, Peter Würtele, Fritz Bauer, Andreas Niedermeyer, Klaus Lausch und Wolfgang Mayer. Für London starteten Ivan Major, Alan Mason, John Davis, Dave Morton, Phil White und Reg Wilson. Doch auch an diesem Tag war Egon Müller unschlagbar.
Auch diesen Lauf gewann er vor John Davis, Wolfgang Mayer und Reg Wilson. Die Kemptener Mannschaft gewann mit 42 Punkten vor London, die es nur auf 36 Zähler brachte. Der Egon war und ist eben ein Speedway-Man, wie er es so schön singt. Als der Egon zur Siegerehrung schritt, war er ganz vertieft in seinen neuesten Hit, der gerade über die Lautsprecher im Stadion erklang. Und seine Sponsoren nannte er bei jeder Gelegenheit. Sport finanziell ermöglichen und auch mit ihren erstklassigen Zubehörartikeln wie Lederbekleidung von der Firma AS, das Rennöl von der Firma Belray, die Ketten von Reinhold, Magura-Lenker und so weiter und so weiter. Ich kann sie nicht alle aufzählen, alle haben mir geholfen und allen danke ich für diese Hilfe. Die Begeisterung war besonders groß, wenn der Herr Mayer mit dem Herrn Müller auf dem Mofa zusammen zur Siegerehrung fuhren, wie hier 1984 in Pocken. Da musste auch der Karli lachen. Egon Müller, viermaliger Weltmeister auf der Asphaltbahn gegen Toni Mang, den fünffachen Straßenweltmeister. Das war am 28. September 1986 in Hockenheim beim ersten ADAC-Motorrad-Allround-Race. Bei diesem Rennen waren Straßen-, Gelände-, Cross- und Bahnfahrer am Start. Aber alle mit Motocross-Maschinen. Die Frage war, kann ein Toni Mang auch mit einer Cross-Maschine durchs Gelände hüpfen? Oder wie schnell ist Schleuderspezialist Egon Müller auf dem Asphalt? Der Toni und der Egon schlugen sich nicht schlecht in diesem gemischten Fahrerfeld. Die Crossfahrer gewannen dieses Spektakel natürlich. Aber der Egon war schneller als Toni Mang. Auch Karl Mayer geriet hier und da auf Abwege. Er probierte in Herxheim eine amerikanische 750 Kubikzentimeter Harley-Davidson aus, die bis zu 200 Stundenkilometer erreicht. Inzwischen wurde er im Rallye-Sport-Team Garmisch aufgenommen, als erster Bahnfahrer neben Toni Mang, Barry Sheen und Kenny Roberts, der mit so einer Maschine seine Karriere bei Dirt-Track-Rennen begann. Alle waren begeistert von Mayer und der Halle.
Ja, die Saison 1984 hat für mich eigentlich sehr erfolgreich begonnen. Ich habe das erste Rennen gewonnen und habe dann eine Serie hingelegt und beziehungsweise habe 10 Rennen hintereinander mit ersten Plätzen belegt. Karl Mayer hat viel von seinem Freund Egon Müller gelernt. Auch originelle Einfälle, wie man hier sieht. Benutzen. Mir ist er zwar ein bisschen zu klein geraten, aber ich hoffe, dass er sich noch richtig anpasst an meinen Schädel. Und für 1986 habe ich mir natürlich auch wieder einiges vorgenommen, was die maschinelle Vorbereitung betrifft. Ich werde mit dem Landenhammer voll zusammenarbeiten und genauso habe ich sehr gute Sponsoren, die hinter mir stehen, zum Beispiel die Firma Krause aus Mering oder Firma Castrol und Rallysport. Und die haben mir ihr vollstes Vertrauen wieder gegeben für die Saison 86, wo ich eigentlich sehr dankbar bin und es mich wieder sehr motiviert hat. Aber das Jahr 86 brachte weder dem Karl noch dem Egon den WM-Titel. Der Egon wurde als Fußgänger beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und verletzt. Er musste pausieren. Erik Gundersen gewann den WM-Titel auf der Sandbahn in Pfarrkirchen. Aber Egon war bei der Siegerehrung mit dabei und machte wie üblich seine Späße. Und auch Karl Mayer konnte bald wieder lachen. In den Wintermonaten sind Hallenspeedways eine gefragte Abwechslung, wie zum Beispiel hier in der Münchner Olympiahalle. Karl Mayer war da natürlich immer dabei. Auch der Sieger hieß meistens Karl Mayer. Doch auch Gerd Riss und Simon Wick gehörten zu den Besten. Präsident Franz Xaver Landinger überreichte die Pokale. Und ein Jahr später waren alle wieder dabei. Der Star war wieder Karl Mayer, diesmal als Nikolaus verkleidet. Vielleicht fragen wir mal den Zuschauer, ja? Jäger, Fahrer, Filter, wer ist es? Vorschläge. Im Frühling beginnt die Rennsaison meistens in Plattling in Niederbayern. Da sieht man die Fahrer bei ihren Vorbereitungen fürs Rennen, wie Karl Mayer mit seinen Helfern und Mechanikern Zefferer und Ertl. Gerhard Ertl ist auch ein Rekordhalter. Er half und schraubte über 20 Jahre für seinen großen Meister, wie er selbst den Kalli nennt.
ein Lauf in Zeitlupe gesehen. Erik Gundersen übernimmt sofort die Führung vor Karl Mayer, Hans Nielsen und Klaus Lausch. Gundersen fährt, was das Zeug hält. Doch der Karli kommt immer näher und kann den Dänen überholen und dieses Rennen für sich entscheiden. Gerhard Ertl war, wie schon gesagt, Mayers treuester Helfer, Schrauber und Chauffeur. Die ganze Woche arbeitet er im Lebensmittelgroßhandel im Außendienst, wo er viel mit dem Auto unterwegs sein muss. Aber am Freitag, in der Nacht, saß er schon wieder im Transporter und kutschierte den Karli nach Dänemark, Schweden, Holland oder sonst wohin. Die gefahrenen Kilometer gehen in die Millionen. 16 Jahre hielt er diese Strapazen durch. Respekt. 1987 war das WM-Finale in Mühldorf. Da hatten es die beiden nicht so weit. In Mühldorf fuhr Karl Mayer mit dem leichten Marzotto-Motor. Wie sich später zeigte, war seine Entscheidung goldeswert. Hier Mayers schöne Maschine mit dem superleichten GM-Motor, den ihm Willi Duden und Otto Landenhammer auf die Bahnverhältnisse einstellten. An diesem Tag war der Karli topfit. Alles hatte er genauestens überprüft. Auch die Reifenauswahl ist sehr wichtig. Hier die deutschen Fahrer Heinz Huber, Alois Wiesbeck, Egon Müller, Klaus Lausch, Gerd Riss und Karl Mayer. Und dann wurde es ernst. Mayer und Müller auf dem Weg zum Start. Am besten kam der Engländer Martin Hägern weg. Doch schon auf der Gegengeraden konnte der Karli die Führung übernehmen. Egon Müller konnte Platz 3 sicher halten. Mayer wurde Erster, Hägern Zweiter und Müller Dritter. Lauf 3. Erik Gundersen schoss wie der Blitz aus den Bändern, was man von Mayer nicht gerade sagen konnte. Doch ausgangs der zweiten Kurve hing er schon am Hinterrad von Gundersen. Und zum großen Jubel der vielen tausend Zuschauer konnte der Karli diesen Lauf noch grandios gewinnen. Das freute natürlich auch den italienischen Konstrukteur Giuseppe Mazzotto. Dann wurde es spannend. Karl Mayer gewann fast alle seine Läufe. Er kam mit 18 Punkten ins Finale. Simon Wick hatte 16 Punkte auf seinem Konto. Also brauchte der Karli nur als Zweiter durchs Ziel rauschen, um Weltmeister zu werden. Und so kam es dann auch. Wick ging in Führung. Und Mayer, der schnelle Bayer, riskierte nichts mehr. Er blieb Zweiter und wurde somit mit einem Punkt Vorsprung vor Simon Wick Weltmeister 1987. Hier der glückliche Sieger und nun dreifache Weltmeister Karli Mayer.
Glückwünsche wollten kein Ende nehmen. Auch 1988 fuhr der Carli von Sieg zu Sieg. Und so war er dann auch am 18. September des Jahres beim WM-Finale als Titelverteidiger am Eichenring in Schesel dabei. Waren für Meyer noch Chris Morten und Simon Wick gefährliche Gegner. Hier die Fahrerbegrüßung. Aber dann im Rennen machte der Carli mit allen kurzen Prozess und wurde überlegen vor Klaus Lausch und Chris Morten zum vierten Male Sandbahnweltmeister. Herxheim in der Pfalz, ein romantischer Ort an der südlichen Weinstraße, ist nicht nur wegen seiner Gastlichkeit weltweit bekannt, sondern auch wegen des Motorradsports. Am 19. August 1990 fand das Sandbahn-Weltfinale dort statt. Karl Mayer, Otto Landenhammer und Robert Kinninger bereiteten eifrig die Maschinen für das Training vor. Der Carli drehte anschließend einige schnelle Runden. Auch Klaus Lausch war sehr schnell unterwegs. Gerhard Ertl stoppte die Zeiten und war mit seines Meisters Leistung sehr zufrieden. Am Sonntag tobten die vielen Zuschauer, als Karl Mayer, so wie hier, jeden Start gewann. Seine Verfolger hatten es schwer. Marvin Cox, Simon Wick und Erik Stenlund hatten hier das Nachsehen.
Während die Mechaniker festschraubten, frischte sich der Karli mit kaltem Wasser ab, damit er einen kühlen Kopf behielt. Als Karl Mayer dann zum alles entscheidenden Lauf zum Start rollte, neben ihm Hans-Otto Pingel, da zweifelte keiner mehr an Karlis fünftem WM-Titel. Gleich vom Start weg war der ehrgeizige Bayer in Führung. Er fuhr ein überlegenes Rennen. So sah es am Anfang zumindest aus. Doch dann, zum Entsetzen der Zuschauer, wurde Mayer eingangs der letzten Runde langsamer und aus war der Traum. Sein Motor gab den Geist auf. Karlis Enttäuschung war unbeschreiblich. Zum zweiten Mal verlor er in Herxheim kurz vor dem Ziel seine Weltmeisterschaft. 1984 und 1990. Simon Wick freute sich über dieses Geschenk. Eine Woche später, am 23. September, konnte sich Karl Mayer in Pfarrkirchen seinen 11. deutschen Meistertitel holen. Eine kleine Entschädigung für Herxheim. Hans-Otto Pingel wurde Zweiter und den dritten Platz belegte André Pollheim. Karl Mayer ist mit Egon Müller der erfolgreichste deutsche Bahnfahrer aller Zeiten. Einen Weltrekord wird dem Karli wohl keiner abnehmen. In seiner 20-jährigen Rennfahrerlaufbahn hatte er auch viele Stürze, aber er brach sich nie einen Knochen. Auch nicht 1991 in Neustadt, wo er von Thomas Meckle unsanft vom Motorrad geholt wurde. Rennfahrer sind harte Burschen. Karl Mayer stieg wieder auf seine Maschine und gewann diesen Speedway-WM-Vorlauf in Neustadt vor dem Russen Michael Starostin und Robert Barth. Karl Mayer, der schnelle Bayer, wie er oft genannt wurde, kann auf eine großartige und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Viermal Sandbahn-Weltmeister, zweimal Vize-Weltmeister,
viermal Bronze und 12-mal Deutscher Meister. Die vielen anderen Siege kann man in Kürze gar nicht aufzählen. Viele technische Ausfälle verhinderten weitere große Erfolge. Schon oft wollte der Karli das Handtuch werfen oder den Schleifschuh an den berühmten Nagel hängen, auch aus geschäftlichen Gründen. Aber wann er es tut, das weiß keiner. Solche Bilder wird man in Zukunft jedenfalls nicht mehr sehen. Den Meier und den Müller zusammen am Siegerpodest. Oder doch?